Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Ich war gerade 22 geworden. Ich machte eine Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten, als die zweite Welle kam. 22. In diesem Alter will man doch feiern, studieren, jemanden kennenlernen, all sowas halt. Oder mit Freunden ein Trinken gehen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Das Schicksal des Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir all unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir gingen zur Schule. Tagtäglich waren wir umgeben von freundlichen, potenziell Infizierten. Trotz hoher Infektionszahlen und vollen Schulbussen blickten wir Tag für Tag der Gefahr ins Auge. Monatelang blieben wir in unserer Freizeit auf unserem Arsch zu Hause, gingen aber morgens zur Schule und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Also, so gut es ging zumindest, denn die Klassen waren groß und die Räume waren klein. Unsere Maske war die Front und unser Desinfektionsmittel war unsere Waffe. Wissen Sie, manchmal muss ich fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, als wir mit unseren dicken Wolldecken und Handschuhen im Klassenzimmer saßen. Aber uns hat ja niemand gefragt. Unsere Meinung war denen ja egal. Das war unser Schicksal, die Reduzierung der deutschen Bevölkerung. Aber immerhin waren wir gebildet. So wurden wir zu Helden. Damals, in diesem Corona-Winter 2020.